Politik mal unterhaltsam. Das war das Motto der Vorwahlparty im Roxy. 7 Kandidaten, die am 25. Mai zur Kommunalwahl antreten, sammelten Punkte in verschiedenen Disziplinen. Mehr als 200 Erstwähler waren gut unterhalten. Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunalwahl 2009? Ha, die FDP hat das Wort. 53%? Nein. Das war immerhin am nächsten dran. Kriegt die SPD einen Punkt? Nein. Wer ist am schnellsten? Wie viele Sitze hat der Ulmer Gemeinderat? Anarchie. Menschen, die sich zusammenschließen, die derselben Meinung sind. Eine Partei. Das ist der Jugendpartei. Wenn der Gemeinderat einfach Vorschläge bringt und die Bürger entscheiden können, was sie dann wollen, dann wird am Ende auch niemand wirklich komplett unzufrieden sein, weil die Mehrheit es dann möchte. Wir haben den Begriff super geil und als Gastwähler, die mit 16 wählen können, finden wir das sehr, sehr geil. Frau Engels, wie hat Ihnen denn die Veranstaltung heute gefallen? Sie waren ja selber auf dem Podium. Also ich habe es das erste Mal erlebt und ich bin ganz begeistert. Es war eine offene Auseinandersetzung, aber vor allen Dingen sind unheimlich viele interessante Themen zur Sprache gekommen. Und was super war, war die Art, wie moderiert wurde. Das war vielseitig und war unheimlich kurzweilig. Und Politik ist ja nun kein Thema, für das sich viele Menschen heutzutage leider noch begeistern. Aber das war wirklich eine Veranstaltung, von der ich glaube, das hat jungen Wähler motiviert, sich damit auseinanderzusetzen und hoffentlich auch zu wählen. Also es war schon informativ. Ich denke, ich könnte mich schon dazu raffen, zur Wahl zu gehen. Wenn das so Kandidaten sind, kann man besser zuhören, als wenn man alles nur auf so einem Bogen liest oder die Ziele. Ja, und war schon interessant alles. Und ich finde es auch gut, dass das Jugendparlament vertreten war, weil man hat eben auch einfach gemerkt, dass die versuchen, so auf uns Jugendliche einzugehen. Und das war echt gut. Also was ich jetzt gar nicht gewusst habe, dass man jetzt auch die Freien Wähler wählen kann. Also dass da jetzt auch andere Parteien quasi vertreten sind, zum Beispiel die Piraten oder so, dass die da mit dabei sind. Das wusste ich gar nicht. Und ja, es war auf jeden Fall informativ und hat mir gut gefallen.